Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legends of Runeterra. Und in der letzten Folge habt ihr das Tutorial mit mir durchgespielt. Ich sage absichtlich durchgespielt, weil wir haben ja mega gerockt. Ist ja gar nicht so gedacht gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt auf Spielen, das, was ich in der letzten Folge angekündigt habe. Und dann schauen wir doch mal, was wir so machen können. Lass uns sofort loslegen. Was wollen wir zuerst ausprobieren? KI wird angeleuchtet. Herausforderungen, Turnier, Labs. Ich würde mal davon ausgehen, ich bleibe jetzt hier nochmal in der normalen Variante. Stahlharte Muskeln, Zauber oder Unheimlichkeit oder Tod und Spinnen. Ich sehe mich am ehesten bei Spinnen, nee, bei Spinnen überhaupt nicht. Mir hat die Lux ganz gut gefallen mit ihren Fähigkeiten. Ich nehme mal die stahlharten Muskeln. Bilde deine Verbündeten zu einer mächtigen Streitkraft aus, die für das Gute kämpft. Ja, gut ist immer gut. Und dann spielen wir gegen die KI und lernen einfach noch ein bisschen. Angriff mit Überwältigen fügen nach dem Tod der. Schade. Okay. Möchtest du Karten tauschen? Feldwebel der Vorhut. Wenn ich beschworen werde, erschaffe einen für Demartial auf der Hand. Meisterschüler der Lorrain. Oder Laurent. Herausforderer. Du bist zuerst dran. Weiß nicht, die Lux würde ich ja halt gerne behalten hier. Zu Karten tauschen. Muss natürlich auch erstmal reinkommen. Eine erste Runde, zweite Runde dann nicht. Das heißt, ich würde eine von den beiden nehmen. Machen wir mal so. Okay. Runde 1. Linkfeder-Aufspürer. Wenn du deinen anderen Verbündeten beschwörst, gewähre mir Herausforderer. Herausforderer kann wählen, welche gegnerische Einheit abwehrt. Das ist eigentlich ganz gut. Die ist ja auch ein Verbündeter. Nehme ich mal schwer an. Das heißt, ich werde ihn ausspielen. Zug beendet. Mut schützt das Herz vor Furcht. Okay, meine Aktion ist dran. Ich spiele sie aus. Ich bin wirklich hier. Das Gleichgewicht will es so. Warum glitzert der Direktangriff? Schlägt beim Angriff vor der Abwehr zu. Oh. Okay, ja, sie blocken macht keinen Sinn. Ihn blocken würde Sinn ergeben. Aber da er vor der Abwehr zu macht, würde ich jetzt sagen. Wenn dann sie hier, aber das dürfte eigentlich nicht. Ja, tut mir leid. Du bist jetzt geopfert, aber hey, nichts für. Dann wärmen wir mal ab. Was hätte sein können? Okay. Vor der Abwehr zu schlagen. Ja, muss hier noch reinkommen. Warum er jetzt nicht gestorben ist? Interessant. Gegen ihr. Wenn ich beschworen werde, gebe anderen Verbündeten dieser Runde plus 1, 0. Hat er vielleicht nur irgendeinen Schildzauber gemacht? Das wird natürlich Sinn ergeben. Fasse Mut. Gewähre einem verletzten Verbündeten plus 3, 3. Haben wir nicht. Also ich kann nur den mächtigen Poro spielen. Meine Aktion. Was hast du mit Überwältigen? Überschüssiger Schaden an der abwehrenden Einheit wirkt direkt am gegnerischen Nexus verursacht. Das ist top. Ich greife mit ihm auf jeden Fall an. Und ich will, dass er mit ihm hier abwehrt. Oder will ich nicht? Eigentlich schon. Und dann kommen auf jeden Fall zwei Schaden durch. Ansonsten wehrt er ihn hier mit ab.
Was ist jetzt cleverer? Ich würde jetzt mal relativ aus dem Bauchgefühl sprechen und würde sagen, komm. Nimm ihn. Kinku, haltet durch. Ist zwar ein Minus, aber ist okay für mich. Rufe einen Verbündeten herbei. Okay. Hier eins. Du wirst mir später danken. Ausspiel ich quer eine Verbindung auf deiner Hand plus 1-0. Ich habe 4 Mana und einen Verzauber. Das heißt, ich könnte ihn benutzen, bringt mir aber nichts. Klingemeister der Laurent ausspielen. Ich gewähre einem Verbündeten plus 2-2. Das bringt mir aber gerade nichts. Was sehr, sehr traurig ist. Nee, dann warte ich erstmal. Nicht als Schüler, werde zu Kriegern. Nö. Folgt mir. Ja, das wird ein bisschen Schaden geben. Aber dafür bekomme ich nächste Runde Zauber, den Fasse Mut und was anderes noch. Okay, ich habe zweimal zugeschlagen, 0-2. Garen. Ausspielen, heile einen Verbündeten oder deinen Nexus um 3. Ich würde Garen nehmen hier. Wir kämpfen für die Schwachen. Schlaf ist für die Schuldlosen. Würde angreifen. Schlägt ihre Reihen! Und mal schauen, was passiert. Jemand verbindet in dieser Runde plus 1. Okay. Ich allein entscheide über mein Schicksal. Demacia wird triumphieren. Runde beenden. Moment, Falke. Also 2, 1 und 3. Ich habe 6 Mana, könnte jetzt quasi. Heile einen Verbündeten vollständig verdoppelt an seine Stärke. Ich würde mal die Lux spielen. Ich habe gesehen, dass du plus 6 Mana für Zauberung gesetzt hast. Barriere. Andererseits sollte ich vielleicht den Omen-Falken nehmen. Wenn ich beschworen werde, gewähre den obersten 2 Verbündeten in deinem Deck plus 1, 1. Mal. Du sogar einen Schaden in einem. Warte mal, was ist da? In einem beliebigen Ziel, okay. Wir heilen den Nexus. Holbe deinen Gegner. Langsame Zauber können außer von Kämpfen und anderen Zaubern gewirkt werden. Der Gegner kann auf sie reagieren. Ich glaube, ich werde fertig gemacht gerade eben. Nur mal. Würde ich jetzt mal das beschreiben. Ein Verbündeter und ein Gegner attackieren sich gegenseitig. Okay, ich habe 3 Mana auf jeden Fall. Kann ich aber nicht wirken. Heile einen Verbündeten vollständig verdoppelt dann seine Stärke und sein Leben. Ein Verbündeter und sein Gegner attackieren sich gegenseitig. Sind schnell. Schnell bedeutet, Schnellzauber können jederzeit gespielt werden, aber dein Gegner kann auf sie reagieren. Ein Verbündeter und ein Gegner attackieren sich gegenseitig. Das heißt, ich würde natürlich ihn nehmen, um ihn zu vernichten und dann heilen. Ich werde es mal probieren. Kann ich noch was machen? Nee. Könnte noch den. Nee. Lass ich erstmal. Ich gehe, wohin der Weg mich führt. Okay. Das bedeutet jetzt hat. Könnte jetzt hat hier den plus 3-3 geben. Dann hätte ich noch 5 Mana und könnte dann noch meinen Klingenmeister der Laurent spielen. Das werde ich auch machen. Schwert von Geburt an. Ich könnte natürlich noch angreifen. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist. Oder auch nicht.
Mit ihm angreifen ist auf jeden Fall sinnvoll. Weil alle überleben würden. Außer er verbessert sie jetzt noch. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Mhm. Er hat keine Karten mehr. Bin ich mal gespannt, ob ich das noch gewinnen kann. Stell dich deinem Schicksal. Okay. Ich hab verloren, glaube ich. Gefällt dir meine Klinge? Ach, bitte. Yep. Okay, also mit dem Zug reinfolgen muss man erstmal noch kapieren. Warum ich jetzt halt keine Karten mehr ausspielen konnte, nachdem er angegriffen hat. Das heißt, du kannst eine Karte ausspielen oder instant angreifen. Sehr interessant. Aber erste Match gleich mal von der CPU abgezogen worden. Hat aber auch nicht schlecht gespielt, glaube ich. Also die ist nicht so leichte Schulter zu nehmen erstmal. Da gehen wir erstmal weiter. Hol deine Belohnung ab. Ja, jeder Kampf lässt uns heller erstrahlen. Ja, das stimmt, auch wenn man verliert. Okay, Belohnung abholen. Kernkarten, Basispack, okay. Blitzfrost, ungeübter Astronaut, ungreifbar. Würdingsteine, okay. Champunk, Shredder und Blitzfrost. Okay. Beginne deine Reise. In Runeterra gibt es noch so viel zu entdecken. Los, komm mit. Ich glaube, ich soll jetzt auf Start drücken. Die Startseite. Hier findest du tägliche Missionen, deinen wöchentlichen Tresor und du kannst dein Profilsymbol ändern. Das ist das Wichtigste, das Letzte. Anmeldebelohnungen, wöchentlicher Tresor. Hier oben. Okay, ich habe 0, 0 und 0. Überschaubar. Was kann ich hier machen? Bester Rang, aktuell. Karten gesamt, Meisterschaft gesamt, Regionsbelohnung abgeschlossen, kosmetische Inhalte. Meine Sammlung. Anfänge, steigende Flut, Ruf des Berges und Imperien der Aufgestiegenen. Man sieht, ich habe bis jetzt nur die Anfänge. Richtig gut. Meisterschaft. Okay, muss ich auch mal dann irgendwann mal nachschauen, genau was das ist. Aber hier konnte ich jetzt nicht den Arbeit. Doch hier. Ah. Na, passt aber. Lieblingsdeck, kein Deck verfügbar. Ah, schade. Okay, was haben wir hier? Tägliche Missionen. Was gibt es heute Neues? Wenn du schnell Belohnung erhalten und dein Tresor aufwerten willst, dann schließe die tägliche Mission ab. Ist klar. Kurzsache. Karten am Nexus. 1 von 25. Einen habe ich gemacht. Stark. Große Momente, spiele Karten aus, die 6 oder mehr Mana kosten. Dunkler Horizont. Die Sterne stehen günstig. 1 von 10. Bewundere die Pracht des Himmels, indem du himmlische Karten spielst. Okay, gut. Verstehe. Aufgaben. Tägliche Beknie Quests. Kennt man auch. Anmelde Belohnung. Eine normale Kapsel mit 4 gewöhnlichen und einer seltenen Karte. Tag 1. Tag 2, Tag 3, Tag 6, Tag 7, Frost und Verfall. Dieses Deck enthält 8 neue Karten, einschließlich 2x Asche. Oder Ash. Aufgewertet. Gewöhnliche Wildcard, okay. Bodenschlag, Wolkenschwimmer, Yeti-Jährling und wachsame Brutmutter. Hm? Habe ich jetzt die Wildcard. Mhm. Clever. Jetzt im Shop oder im Event drin? Personalisiere dein Spiel hier mit deinen Lieblingsbeschützern oder Spielfeldern und kaufe gezielt Karten. Okay. Speziell. Verstehe. Event. Dunkler Horizont. Ah ja, das ist eigentlich rüber. Zum Premium Aufwerten, quasi wie eine Art Battle Pass. Kennt man ja auch aus vielen Spielen. Das ist sehr interessant. Spielfelder, Beschützer, Kartenrücken, Sticker. Sammlung. Das ist deine Sammlung, in der du dir direkt deine Decks, Karten, Spielfelder und Beschützer ansehen kannst. Decks enthalten 40 Karten aus ein oder zwei Regionen.
Karten, Skins, Spielbilder, Karten und Sticker. Deck importieren, auch ganz wichtig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Match in der Ding. Oh, Herausforderungen. Kampf der Klingen. Verteidige Norden, ich werde verrückt. Köstliche... Oh, das sind ein paar Stück. Okay, Tutorial-Mission. Labs. Heimatdingers Labor wurde erweitert, um mehr Platz für Wissenschaft und für dreimal so viele Experimente zu bieten. Jedes Experiment bietet neue Spielmöglichkeiten. Probiere alle aus, finde deine Lieblinge und sei gespannt auf zukünftige Labs. Ultra Rapid Zug. Eine abwechslungsreiche und dynamische Fiesta mit stark vergünstigten Karten. Du musst auf Zack sein. Okay, Labs ist wahrscheinlich... spezielle Spielmodi oder sowas. Turnier. Gauntlet. Expedition gegen KI, gegen Spieler. Alles klar, dann würde ich erstmal sagen... weiter. Schauen wir uns mal hier die Sequenz an. Was passiert? Cool. Wöchentlicher Tresor können wir noch schauen, da waren wir noch nicht drin. Okay. Mhm. Hier. Okay. Voilà. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ignorieren wir einfach jetzt mal eiskalt. Hier, Spielen, Sammlung, Belohnungen. Okay, Belohnungen sind die für XP und sowas. Würde ich sagen, machen wir in der Folge nochmal einmal gegen die KI. Und dann werde ich in den nächsten Folgen mal ein bisschen hier rumprobieren, die Spielmodi. Weil ich glaube, das ist ein bisschen nicht viel, aber einiges, was man hier ausprobieren kann. Dann hat der Muskeln, haben wir gerade eben probiert. Dann würde ich jetzt sagen, Zauber und Heimlichkeit. Und probieren es doch mal mit dem Starterdeck. Bleib warm, KI. Mhm. Mhm. Okay, Jinx. Direktangriff, ich sehe, dass deine Hand leer ist. Ein Fusser 2 Schaden an einem beliebigen Ziel. M-Punk, Shredder. Und scharfsinnige Gelehrte. Jinx würde ich auch behalten. Komm, geh das immer weg. Okay. Erste Runde. Ich könnte die scharfsinnige Gelehrte spielen. Wenn du eine Karte ziehst, gib mir in dieser Runde plus 1. 0. Energischer Schüler, wenn du einen Verbündeten beschwörst, gib mir in dieser Runde plus 1, 1. Würde ich zuerst hier ausspielen? Keine Bange, ich habe alles darüber gelesen. Wenn ich beschworen werde, erschaffe einen anderen zufälligen Poro mit einem Kosten auf der Hand. Okay. Kann nichts mehr tun. Ich werde auf jeden Fall beenden. Oder dich angreifen können. Ich werde vielleicht nur angreifen können. Ursache 2 Schaden. Du oder Grünlichtung. Wenn du einen Verbündeten beschwörst, gib mir in dieser Runde plus 1, 0. Ich könnte was lernen, wenn ich dir zusehe. Hat was Besonderes? Rundenbeginn, wenn du einen Champion auf die nächste Stufe gebracht hast. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Denke ich, werde den energischen Schüler nicht benutzen. War gerade eben auch nicht die schlaue Idee, aber mach mal so. Hatte gezogen, sie wird plus 1. 4 Mana, thermogener Strahl. Verbrauche zum Ausspielen dein gesamtes Mana. Verursache den entsprechenden Schaden an einer Einheit. Cool. Goldener Pressbot. 2-3. Z. Angriff, beschwöre einen lebenden Schatten mit deinen Werten, der angreift. Stufenaufstieg, ich habe gesehen, wie meine Schatten oder ich den gegnerischen Nexus zweimal getroffen haben. Ich denke, ich würde mal ihn spielen. Ich bin die Klingel.
Klinge in der Dunkelheit. Was hast du denn hier verloren? Ey. Brauchen wir zum Ausspielen ein gesamtes Mana, den entsprechenden Schaden an einer Einheit. Ich könnte jetzt halt ihn hier vernichten, aber ich glaube, für einen Mana wird das nicht passen. Werde mit ihm angreifen. Mich nicht. Und. Ah, wenn ich links nehme. Ne, warte mal. Ah, man kann quasi so rüberwischen. Ah, ist ja cool. Ja, eigentlich könnte ich mit allen angreifen. Ja! Schatten sind so effektiv wie jede Waffe. Sieht schon besser aus wie das erste Match. Meine Aktionen. Ja, das werde ich jetzt machen. Und ist er vernichtet. Runde beenden. Runde 4. Braun kümmert sich darum. Bei Schaden, wenn du in deinem Wimmeln beschwerst, gib mir diese Runde plus 1. Ungreifbar bedeutet, kann nur von einer ungreifbaren Einheit abgewehrt werden. Oh, schön. Nehmen wir die Jinx. Nur du und ich, Greta. Zeig mir, was du kannst. Mhm. Ganz einfach. Hat er sich überhaupt mal den ausgewählt, ist die Frage. Okay, ich kann angreifen. Zwillingsdisziplin. Gib einem Verbündeten in dieser Runde plus 3 0 oder plus 0 3. Gar nicht mal so schlecht. Okay, Direktangriff. 2 Schaden. Wenn ein Verbündeten beschwörst, gib mir in dieser Runde. Werde sie spielen. Der Jodel hier gehört zu mir. Du bist nicht allein. Raum ist da. Goldener Pressbot. Ah, es ist ein Schnurrbart. Okay. Ich nehme sie. Eigentlich könnte ich alle spielen. Probier's einfach mal, was passiert. Die Kontrolle. Mit Braun bist du sicher. Ich bin der Scheiß, die Schatten willkommen. Dead. Mhm. Angriff, beschwöre einen lebenden Schatten mit einem werten Schlüsselwert, der angreift. Musst du natürlich erst ein bisschen reinkommen und checken, was hier passiert. Jetzt kann ich noch abwehren. Okay. Meine Verbündeten plus 0,3. Verursache 2 Schaden an einem beliebigen Ziel. Wäre mir plus 3,0 oder plus 0,3. Er greift halt an. Okay. Den linken würde ich auswählen. Okay. Dann glaube ich, wäre es am sinnvollsten, wenn ich ihn hier hinsetze. Konzentrier dich. Plus 3-1 auf ihn. 3-0. Dann würde ich noch mit... Einheiten mit 2 oder weniger Stärke können bedrohliche Einheiten nicht abwehren. Ah. Finsterer Pogo ist bedrohlich. Dann vernichten wir ihn, oder? Ist und werde stark. Das macht nichts, weil es sind immer noch 2 Schaden. Mann, was haben wir hier? Das Imperium. Ungreifbar. Spielen wir aus. Nehmen ihn. Ich
Die spielen wir auch noch mit aus. Die auch noch. Und den goldenen Breastplate, warum nicht? Ich habe viele Gesichter. Mit Braum bist du sicher. Das soll es gewesen sein. Also ich merke schon, im Vergleich zum Spiel ist der Endsound immer ein bisschen laut, aber kein Problem. Ja, gewonnen und eins verloren. Also das Deck hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen, wie das mit der Lux drin, aber das heißt ja nichts. Und ich würde sagen, nach dem Tutorial, jetzt hat zwei Matches gespielt, ein bisschen das Menü angeschaut. Ich muss sagen, gefällt mir auf jeden Fall gut bis jetzt. Yay, freigeschaltete Kiste. Und Champion-Meisterschaft. Ah, das heißt die Meisterschaft also. Hm. Okay, Belohnungen. Holen wir uns noch schnell ab und dann ist die Folge vorbei. Episches Pack. Tag des Fortschritts. Ziehe 3, dann senke die Kosten dieser Karte um 1. Okay, cool. Vergeltung. Wenn du einen Verbündeten mit plus 5 Stärke hast, töte alle Einheiten mit 4 oder weniger Stärke. Okay, das ist nicht schlecht. Das Imperium haben wir gerade eben auch noch gesagt. Hauch des Winters. Töte alle Gegner mit 0 Stärke und friere alle Gegner ein. Oder Cidria die Kühne. Angriff. Ich gebe anderen Angreifern Verbündeten in dieser Runde plus 1/1 und bedrohlich. Und die Zerstörung. Langsam töte alle Einheiten. Ja. Kann man mal machen. Und einen Kernpack haben wir auch noch. Nehmen wir auch noch mit. Phantomtäuscherin. Wenn ein anderer Verbündeter stirbt, verursache einen Schaden am gegnerischen Nexus. Markhalsiger Drifarianer. Abwehrunfähig. Okay, kann nicht abwehren, aber kann angreifen. Schwarzer Speer, wenn ein Verbündeter in dieser Runde gestorben ist, verursache 4 Schaden an einer Einheit. Okay. Und unerbindlicher Schlag, schnell töte eine Einheit mit 3 oder weniger Stärke. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.